Was geht ab, Amigos und Amigas? Endlich ist es soweit! Hallo, endlich bin ich da. Erstmal will ich sagen, ich freue mich wirklich, dass ich endlich jetzt soweit bin. Ist du wirklich soweit? 110%. Ich habe einfach gemerkt, dass man im Leben das machen sollte, wonach man strebt und was einem am meisten Gefühl das sagt. Ja, ich finde es gut, dass du so selbstbewusst bist. Ich glaube, du denkst von dir, dass du was kannst, und das wollen wir jetzt hier sehen. Selbstbewusst bist du auf jeden Fall, 100%. Was denkst du? Dankeschön. Ich habe Filet Mignon mitgebracht von Casey Rebel. Auf meinem Teller Filet Mignon, Rebel zahlt mir viele Millionen. Ich bin Rapper. Ne? Nur Rapper? Eigentlich nur Rapper. Kannst du gar nicht singen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, es hört sich nicht scheiße an. Aber auch nicht gut. Ich würde mich eher als Rapper bezeichnen. Als okay, alles klar. Jetzt ist auch genug geredet. Okay. Zeit, dass ich mal langsam jetzt abliefere. Ding los, aber Rappen ist ja auch so was wie reden. Gib mir den Beat. Yeah! DSC 2023. Let's go! Mucke war für uns eine Möglichkeit, wollten der Straße entkommen. Doch das Rap-Geschäft hatte zu Gangstern und zu Schopaten geformt. Irgendwie habe ich alles gewonnen und alles verloren. Wenn ich zurückschau, fühle ich mich wie Rocky Balboa. Fame war da, aber kein Cashflow. Weit entfernt von dem Benzo. Studio verkacktes Apartment. Kein Aston Martin, kein Privatjet. Auf mein Teller viele Millionen. Levy zahlt mir viele Millionen. Oldschool-Baller wie Jim Jones. Kann nix dafür, Bro, ich bin so. Hast du was Eigenes dabei? Also ich habe eigene Songs fertig. Das wäre schon gut, weil dann kann man sehen, wie du rappst. Weil du hast ja jetzt einen Song von jemandem gerappt, ist auch gut. Aber man hört ja dich nicht richtig. Sing das doch mal a cappella. Okay, Moment. Welchen nehme ich denn jetzt? Ich habe mehrere liegen. Deswegen. Ja, den besten. Okay, den besten. Okay. Bad Angel, alle wollen sie daten. Sie ist nicht Neymar, aber sie kann faken. Ob es jemand für die gibt, dicker selten. Zwischen dein und ihrem Drip liegen Welten. Baby, ich kenne dich schon, kenne dein Style. Mach's auf Engel, größer Teufel, bist du allein, babe. Okay. Frau Leonie, was meinen Sie? Ja oder nein? Also, dass du nicht so gut singen kannst? Da hattest du recht mit. Aber ich finde ich irgendwie gut. Dankeschön. Ich kenne natürlich viele Rapper. Ich habe mit vielen Rappern auch zu tun. Gute Freunde. Und deswegen kann ich dir sagen, dass ich das nicht gut genug finden. So meine Meinung. Ich glaube auch, dass die anderen so mehr raushauen an Personality. Auch so der Sound deiner Stimme ist schon so. So was Besonderes hast du nicht. Du rappst wie viele. Also das ist nein, das ist ja, und was mein Cut ja oder eher Cut nein. Darf ich was sagen? Sag erst mal kurz. Also, dann soll ich dir wenn das geht, es liegt wirklich auch sehr stark daran, dass ich heftig aufgeregt bin. Ja, komm, fang nicht an zu betteln, das hast du doch gar nicht nötig. Anscheinend ja schon. Auf jeden Fall will ich sagen, diese Sache ist mir wichtig. Von klein auf gucke ich das an und von klein auf fieber ich mit. Das ist mein Traum. Jeder hatte am Anfang einen Traum. Und jeder hatte vielleicht früher oder später auch Glück, dass jemand an einen geglaubt hat. Na, hättest du das jetzt nicht gesagt, hättest du ein Nein bekommen, kriegst jetzt. Ist kein gutes Jahr, ist ein Mitleidsjahr. Okay. Die Frage ist aber, wer ist der Joker? Dieter Bohlen, bitte.
Was sagst du? Ja, ich glaube auch eher nein, ja. Komm schon, Dieter, bitte. Was heißt komm schon, Dieter? Gib mir diese eine Chance. Diese eine Chance, dich davon zu überzeugen. Vom Gegenteil. Bitte. Eine Chance. Eine Chance. Damit glaubt ihr alle, ich bin blöd oder was? Jeder kann mich doch nicht überreden. Bin ich ja, aber ganz irgendwie... scheiße war ich ja auch nicht. Los, nimm den Zettel und geh raus, Mensch. Ja! Jesus Christus. Danke. Okay. Dankeschön, Leute. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich bring das nicht mehr übers Herz. Es ist so eine Altersmilde bei mir. Ja, das kann jetzt natürlich rüberkommen. Oh, der hat gebettelt, deswegen ist er weiter. Aber ich sag euch eins. Wenn man einen Traum hat, dann ist einem scheißegal, was Leute von einem denken. Und dann versucht man einfach, das Beste draus zu machen und um jeden Preis das zu erreichen. Und außerdem, erfolgreich betteln ist auch eine Kunst.